und herzlich willkommen. Heute werden wir nochmal Stecklinge machen, beziehungsweise die habe ich vor 5 Wochen etwa gemacht, und zwar am 19.8. Heute ist der 23.9. und zwar die Bauernhortensie, die Hydrangea Makrophylla. Und ja, heute schauen wir mal rein, wie sich das Ganze entwickelt hat nach 5 Wochen. Ja, du kannst gleich auch gucken. Aber zunächst zeige ich euch mal, wie wir die Stecklinge gemacht haben, und anschließend sehen wir uns dann nochmal wieder. Hier haben wir jetzt Hydrangea Makrophylla, die Bauernhortensie. Die haben jetzt sehr gelitten schon, diese Abrisse hier. Die haben wir vom Kompost natürlich. Und ja, leider sind hier keine Blätter dran. Die lagen dort so drin. Hier unten, der Teil ist auch schon ziemlich matschig. Voraussichtlich standen die mal in der Vase drin. Ja, jetzt versuchen wir die Hortensien mal ohne Blätter zu vermehren. Dazu schneiden wir jetzt unterhalb eines noch intakten Augenpaares hier einmal schräg drunter her, so 1 bis 2 cm. So, hier oben ist er jetzt schon abgeknickt. Jetzt muss ich gerade überlegen, kann ich das Blattpaar hier noch dran lassen oder nicht, weil er hier abgeknickt ist. Aber wir lassen es einfach mal dran bei diesem Steckling jetzt. Kürzen die Blätter ein bisschen ein. Das gleiche bei dem Steckling auch. Der untere Teil ist schon faul. Also müssen wir das nächst gesunde Paar nehmen. Auch wieder 1,5 cm oder 2 cm drunter. Einmal kurz drunter herschneiden. Dann schneiden wir erstmal die Blüte ab, um den Steckling genauer anzusehen. Hier oben befinden sich jetzt keine sichtbaren Knospen. Das Blatt ist schon recht welk. Das machen wir erstmal ganz ab. Das andere Blatt, das geht noch. Das kürzen wir ein. Ja, und den oberen Teil, den lassen wir dann auch so erstmal stehen. Das sind 3 Stück. Hier ist der dritte. Hier ist auch der untere Teil wieder komplett marode, faul. Schneiden wir auch hier unter dem gesunden Augenpaar einmal drunter her. Und auch hier schneiden wir erstmal die Blüte ab. Der Steckling schaut jetzt so aus. Das Blattpaar oben ist noch sehr gesund und kräftig. Hier befinden sich zwar keine Augen, aber hier unterhalb. Und jetzt lassen wir das obere Blattpaar einfach mal dran. Kürzen die Blätter nur ein, etwa um die Hälfte. Ja, und so stecken wir die Stecklinge jetzt erstmal ins Substrat. Wir haben hier jetzt das Anzugsubstrat in ein Schälchen reingefüllt und leicht angedrückt. Das Ganze machen wir jetzt nass, und zwar richtig nass. Denn die Stecklinge werden dann voraussichtlich, solange wie sie dann jetzt im Gewächshaus sind, gar nicht mehr gegossen. Von daher müssen wir also wirklich dafür sorgen, dass das Substrat wirklich durchdringend nass ist. Und das Ganze lassen wir jetzt etwa 5 Minuten einwirken. So, nach 5 Minuten etwa nehmen wir jetzt das Schälchen hier raus, damit das restliche Wasser abtropfen kann. So, nachdem das überschüssige Wasser abgelaufen ist, stecken wir die Stecklinge jetzt in das Substrat. In diesem Behältnis können wir das jetzt bis auf den Boden stecken. Und wir verwenden dieses Mal keine Hormone, einfach mal auszutesten, ob die Hydrangea Makrophylla auch ohne Hormone bewurzelt. So, jetzt kommt das Ganze in eine Tüte. Dabei achten wir nochmal drauf, dass die Stecklinge ruhig gut festsitzen, dass sie also nicht zu locker im Substrat stecken. Nachdem wir jetzt die Stecklinge hier reingestellt haben mit dem Gefäß, in dem Gefäß sind natürlich Löcher unten drin, das versteht sich von selber, werden wir jetzt diese Tüte verschließen. Einfach mit einer Wäscheklammer, beziehungsweise 2 in dem Fall. Dann knicken wir das Ganze einmal um, und somit ist das Ganze ziemlich luftdicht abgeschlossen. Wir werden jetzt einmal am Tag lüften, und ansonsten bleibt die Tüte zu, und jetzt warten wir ab, was passiert, und wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Naja, oder doch gleich. 1, 2, 3, da sind wir wieder. So, jetzt schauen wir mal in unsere Tüte rein und gucken mal, was sich dort entwickelt hat. Ich werde die Pflanze natürlich gleich wieder einpflanzen, aber zunächst mal zeige ich euch, was sich dort getan hat. So lockern wir erstmal das Substrat, damit wir uns die Wurzeln, wenn welche dran sind, nicht abreißen. Ich kann das gerade schlecht sehen. Also hier sieht man jetzt noch keine Wurzel. Es wächst zwar alles, ist alles schön grün. Aber noch keine Wurzel zu sehen. Schauen wir uns mal den nächsten an.
Ja, hier haben wir ein bisschen mehr Glück. Hier haben sich tatsächlich die ersten Wurzeln entwickelt. Schauen wir uns den dritten auch noch an. Ja, hier auch. Auch hier sind mittlerweile die Wurzeln am Wachsen. Ja, wie gesagt, ich werde es natürlich jetzt gleich wieder einpflanzen. Hier in das Schälchen erstmal. Und in den Topf kommen die jetzt noch nicht. Ich werde noch ein bisschen warten, das heißt ein bisschen warten. Die werden auch jetzt bis zum Frühjahr hier drin bleiben. Allerdings müssen wir sie in diesem Behältnis jetzt dann natürlich im Winter ja, geschützt stellen. Also müssen gucken, dass wir sie in der Garage stellen oder in einen kalten Keller oder ein kaltes Treppenhaus oder dergleichen. Also die können wir draußen nicht stehen lassen. Die Makrofüller jetzt so, wie sie jetzt aussehen, die werden zwar noch mehr Wurzeln machen bis zum Winter, aber es ist trotz alledem nicht ausreichend. Von daher werden wir diese auf jeden Fall geschützt stellen. Ja, und wenn ihr auch solche Stecklinge macht, das könnt ihr also vom Frühjahr bis zum Spätsommer machen und umso früher, umso besser, denn umso mehr Wurzeln machen die ganzen Stecklinge dann und umso eher könnt ihr sie umtopfen und dann später auch draußen lassen, dann brauchen sie nicht mehr so geschützt stehen, wenn sie schon richtig viele Wurzeln haben, Baby, ne? Dann ist das alles ein bisschen einfacher. Aber ich habe das jetzt gemacht, um euch zu zeigen, dass die Makrofüller, also die Hydrangea, bewurzeln, auch ohne Hormone. Das wollten wir austesten, das haben wir gemacht und es hat funktioniert. So, das reicht dann jetzt auch erstmal. Düngen tun wir natürlich nicht, ganz klarer Fall. Und wenn ich es jetzt eingepflanzt habe, kommen sie wieder in die Tüte und werden natürlich absonnig gestellt. Na, was geht? Ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao. Du warst ja ganz lieb.